Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Glitch-Video. Leute, endlich haben wir wieder die Möglichkeit, auf der Version 1.1.2 Pokémon zu klonen, denn wir haben einen neuen Menü-Glitch, der jetzt auch endlich richtig funktioniert. Wie wir diesen ausführen, zeige ich euch jetzt. Zuallererst geht ihr aber erstmal in eure Einstellungen und falls ihr es nicht schon getan habt, dann deaktiviert erstmal das automatische Speichern, damit ihr im Fall der Fälle nicht gesoftlockt werdet und natürlich vor jedem anderen Glitch speichert ihr erstmal euren Spielstand. So, am besten, um diesen Glitch zu betätigen, stellt ihr euch vor ein Pokémon Center. Als nächstes werden wir jetzt R drücken, um auf unsere VM-Auswahl zu kommen und wir werden hier überfliegen sein. Und ganz wichtig jetzt, die Tasten R und A so lange spammen, bis wir im Fliegenmenü landen. Was auch sehr wichtig ist, habt auf jeden Fall den Sound an, denn wir müssen hören, denn hier ist Timing sehr wichtig. Denn ich zeige es euch jetzt, wir spammen jetzt erstmal R plus A. So, jetzt sind wir hier im Fliegenmenü. Jetzt werden wir nach oben laufen und im Hintergrund müssten wir jetzt hören, dass der Charakter ins Pokémon Center reinläuft. So, ihr habt gehört, er ist jetzt reingelaufen und das Bild wird auch schwarz. So, was wir jetzt machen, wir sind im Pokémon Center drin. Jetzt werden wir zwei Schritte nach oben laufen. Eins, zwei. So, und jetzt werden wir einfach komplett nach rechts laufen. Also wir werden jetzt quasi runterlaufen. So, jetzt sind wir runtergelaufen. Gut, was wir jetzt machen ist, wir werden wieder nach rechts laufen, denn nun werden wir nach oben fahren. So, jetzt laufen wir fünf Schritte nach links. Und danach zwei nach unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf und zwei nach unten. Eins, zwei. So, jetzt sind wir aus dem Pokémon Center raus. So, jetzt wählen wir auf der Karte einen beliebigen Ort aus, wo wir hinfliegen. Und nun würde ich es euch empfehlen, auf dem rechten Joystick zu machen, weil auf dem rechten Joystick wird sich euer Charakter im Hintergrund nicht bewegen. Weil wenn ihr euch jetzt wild hin und her bewegt, dann könnte es sein, dass ihr jetzt wieder ins Pokémon Center reingeht. Ich werde jetzt einfach hier ein beliebiges Ziel auswählen. Machen wir mal einfach Erzählingen. So, und jetzt ist Timing sehr wichtig. Denn jetzt müsst ihr A drücken und kurz danach X. Das Timing ist an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Denn wenn ihr das macht, dann müsst ihr jetzt über dem Karte öffnen Menü gleich die Option Ja und Nein erscheinen, wenn ihr es richtig gemacht habt. So, ich werde es probieren. A, X. Und es hat funktioniert. Ihr seht, über Karte öffnen Ja. Und jetzt werden wir auch A drücken. So, Staraptor fliegt nun nach Erzählingen. Und ganz wichtig, begebt euch in irgendein Gebäude. Denn wir werden für diesen Glitch den Y-Knopf brauchen. So geht am besten aber in irgendeine Ecke, weil wenn ihr jetzt einen NPC anlabert, dann crasht euer Spiel. Am besten dafür einfach in die Ecke und auch wieder mit dem rechten Joystick bewegen, weil dann bewegt sich euer Charakter nicht. So, nun klonen wir einfach ganz normal unsere Pokémon. Wir gehen jetzt zu unserer Pokémon-Auswahl, dann drücken wir R, um auf die PC-Box zu gelangen. Ich nehme jetzt einfach diese Box hier mit Legendären und ja, diese Box möchten wir gleich hier in Box 5 verfrachten, die komplett leer ist. So, jetzt wähle ich dieses Giratina aus. Ich drücke A und X. So, und ihr seht, wieder der Menü-Glitch. So wie wir ihn auch in der Version 1.1.1 kannten. So, ganz normal, jetzt gehe ich hier wieder in meine Pokémon-Auswahl, drücke jetzt wieder Airboxen und wir sehen jetzt quasi auf unserer Box, auf unserer Box. So, jetzt drücke ich zweimal Y, um die Multi-Auswahl hier zu bekommen und ja, wir wählen einfach die ganze Box hier aus und ja, wir verfrachten die Box hier rein. Bam! Jetzt drücke ich dreimal B. Eins, zwei, drei. Und nun, ganz normal, gehe ich hier auf Bericht. Hier, das Giratina, gucken wir uns ein bisschen an. Und jetzt drücke ich komplett B raus, bis ich aus dem Glitch draußen bin. Jetzt gehen wir hier auf unsere Pokémon-Box, Box 4 und Box 5. Alle tragen sie ihren Meisterball. Leute, wir haben den Klon-Glitch zurück. Er ist zwar jetzt ein wenig aufwendiger, aber hey, Menü-Glitch ist da, Pokémon-Klon-Glitch ist da. Ihr könnt jetzt wieder eure Items klonen. Ist doch geil, Leute. Ja, das soll es aber auch an dieser Stelle wieder gewesen sein. Falls ihr Bock habt in der Zukunft auf weitere Glitches, Exploits oder auch Challenge oder Erklärvideos, dann abonniert doch gerne diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich mal sagen, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.